Weil wir jetzt erst zu Beginn gesagt haben, wir haben wirklich durchgearbeitet, Tag für Tag, mit 5.000 Schilling Gehalt. Wir waren zuerst nicht einmal versichert oder irgendwas, weil wir es uns nicht leisten haben können. Wir haben ein hohes Darlehen aufgenommen, wir haben ein Risiko gehabt. Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Wolfgang Engelhardt. Er ist zum zweiten Mal zu Gast. Damals trafen wir uns 2020 am Jahresanfang. Damals sprachen wir über seine Erfolge beim Ironman. Wir sitzen wieder im gleichen Büro. Und die Erfolge beim Ironman und bei anderen Disziplinen, die lassen sich definitiv sehen und wurden auch erweitert, kann man sagen. Der Ironman wurde tatsächlich von dir fast schon einmal unter 10 Stunden absolviert. Also da war es ja ganz knapp, hast du einmal mir erzählt. Das war in Klagenfurt, glaube ich, oder? Und heute sprechen wir über deine Vergangenheit, über deine unternehmerische Vergangenheit. Denn das haben wir das letzte Mal nicht beleuchtet. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit dir, Wolfgang. Danke für die Einladung und dass Sie dabei sein darf, das zweite Mal. Womit hast du dein erstes Geld verdient? Ja, klassisch. Ich habe einfach mit der Lehre seinerzeit im Jembacher Werk begonnen. Das war natürlich mein erstes Geld. Und nach Abschluss der Lehre habe ich bald einmal gewechselt zu einem Automobilhandel. Da hat es noch ein bisschen, der Betreiber hat, sage ich mal, das nicht so genau genommen mit der Bezahlung. Bin dann in den Fitnessbereich gekommen als Trainer. Und da war relativ schnell das Angebot da, diese Studie zu übernehmen, gemeinsam mit meinem Partner Robert Lindner. Und das haben wir 1991 gemacht und das war der erste Schritt faktisch in die Selbstständigkeit. Wie viel Risiko war da dabei? Also wenn es heißt, okay, du könntest das Fitnessstudio übernehmen, würdest du jetzt das Risiko retrospektiv sehr hoch einschätzen oder wie denkst du generell über den jüngeren Wolfgang? Denkst du, der hat wirklich Mut bewiesen in dieser Situation? Das ist eigentlich eine gute Frage, weil das haben wir jetzt selber die Tage mal wieder gestellt. Das war eine extrem spannende Zeit. Wir haben zwar das Glück gehabt, dass wir die ersten 2 Jahre die Studie pachten haben können. Jetzt war das Risiko noch in Grenzen, weil wir es nicht richtig als Eigentümer geführt haben. Und wie wir das Angebot gekriegt haben, die Studie zu kaufen, kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass ich mit dem Robert zusammengesetzt bin und relativ geschluckt haben, weil der Kaufpreis doch relativ sehr hoch war. Auf der anderen Seite war schon immer das in mir, dass ich da selbstständig was machen würde und vor allem das klassische Hobby zum Beruf machen. Also der Spaß und der Reiz, da was draus zu machen oder mehr daraus zu machen, wie wir es jetzt in der Vergangenheit gemacht haben, der war da. Und trotz all der Ängste, die was wirklich da waren, aufgrund des hohen Kaufpreises und weil man sich ja als Selbstständiger nicht auskennt, haben wir uns rasch dazu entschlossen und muss natürlich auch dazu sagen, so als junger Bursch, finanziell waren die Möglichkeiten eigentlich nicht da, aber die Banken waren in der damaligen Zeit natürlich noch viel eher bereit, dir zu helfen und die Darlehen nachher zu geben. Und ja, so ist das 1991 eigentlich nachher losgegangen. Was ist jetzt bei so einem Kaufpreis, wie kann man den rechtfertigen? Wahrscheinlich, weil man ja auch die ganzen Kunden kauft, oder? Genau, also im Prinzip, man hat einmal die ganze Einrichtung, wobei das seinerzeit schon relativ sekundär war, weil die war früher nicht so teuer, aber das Kapital ist der Kundenstamm. Und das war für uns eigentlich auch so das Thema, wie wir die Studie zuerst als Trainer, nachher als Pächter übernommen haben, waren nicht wirklich viele Mitglieder da. Und wir haben als Pächter schon relativ einen guten Mitgliederzuwachs erreicht. Jetzt haben wir das Gefühl gehabt, dass wir eigentlich unsere eigenen Kunden, was wir aufgebaut haben, jetzt wieder kaufen müssen. Und die andere Seite ist aber das gewesen, dass wir natürlich überlegt haben, eine eigene Studie zu bauen. Aber dann wissen wir natürlich, das Studio besteht weiter. Wir bauen eine Konkurrenz dazu und man hat nachher den Kampf. Zahlt sich das aus und wie viel kostet das im Endeffekt? Und daher waren wir bereit, auch mehr zu bezahlen, als man das normal tun würde, in dem Wissen, wir haben keine Konkurrenz und das würde relativ schnell wieder hereingespielt werden. Und das hat uns eigentlich recht gegeben. Es war noch so, natürlich als Eigentümer gibt man noch mehr Gas, bemüht sich noch mehr und die Entscheidung war sicher richtig seinerzeit. Wie war damals der Fitness-Hype, also 1991? War da schon ein Hype zu sehen? Ja, der Hype war riesig eigentlich. Also das war da schon so aufsteigend. Das war halt mehr die Bodybuilding-Szene noch. Aber sie war halt einfach verrückt. Also wenn man das mit der heutigen Zeit vergleicht, das ist wie Tag und Nacht. Also das kann man nicht vergleichen. Ich kann mich noch erinnern, also allein die Kleidung mit den ganzen Tankstops und so, Spaghetti-Träger bei den Jungs. Es ist geschrien worden bei der Beinpresse. Es haben teilweise so gewisse Leute sogar
hinter einem Pudel da eine Bierflasche mal stehen gehabt aus Gaudi. Wir haben brutal hart trainiert, das muss man schon sagen. Es war viel Spaß dabei, aber es war einfach so verrückt, also auch von der Ernährung her und alles, was wir da gegessen haben und so mit Eier und alles, wie da die Rucki-Zeit war. Das war nur jeder Tag irgendwie verrückt, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht, weil wir das einfach auch, glaube ich, vermittelt haben. Also wir haben das so gern gemacht und das haben wir gut umgebracht und jetzt sind wir auch wirtschaftlich immer besser geworden. Und so war das also eine positive Spirale, was uns nach oben getragen hat. Aber das Training kann man mit einem heutigen Fitnessstudio so überhaupt nicht mehr vergleichen. Auch die Geräte her, das war totaler Wahnsinn, was wir den Cardio-Bereich, wer sich auskennt, gehabt haben. Wir haben 3 alte Tunduri-Radl gehabt. Die haben gesamt dort so 9.000 Schilling gekostet gehabt. Und heute einen Cardio-Bereich unter 100.000 Euro wärst du fast nicht mehr kriegen. Also das waren ganz andere Dimensionen. Und was war damals so euer Erfolgsrezept, weil du gesagt hast, damals als Pächter, ich habe schon immer mehr Kunden bekommen. War das auch irgendwie, weil einfach dieser Hype da war und weil es wenig Fitnessstudios damals gegeben hat, oder liegt es auch an dir als Person beispielsweise? Ich glaube, es hat alles zusammengespielt. Der Robert und ich, glaube, wir haben das einfach so richtig gern gemacht und das haben wir auch die Leute vermitteln können. Es war natürlich ein Hype da, aber ich denke, wir waren ja vielleicht 3 oder 4, wo wir das Studio übernommen haben. Da hat es das auch schon gegeben, aber da war ja ein Bruchteil von den Mitgliedern drinnen, als wir, was wir noch gehabt haben. Aber wenn man was gern tut, und ich kann mich erinnern, wir sind wirklich die Ersten, also mindestens 3 Jahre, 7 Tage die Woche, jeden Tag drinnen gestanden. Ohne einen Tag Urlaub oder irgendwie frei oder was auch immer. Und wir haben jeder ins nur 5.000 Schilling trotz mir Gehalt rausgenommen. Also wenn man da nicht bei den Eltern gewohnt hätte oder was, war das gar nicht gegangen. Also wir haben schon sehr viel investiert an Zeit und auch, sage ich, wirtschaftlich brav für uns ganz, ganz wenig rausgenommen, dass das passt. Aber trotzdem hat es uns so Spaß gemacht. Also wir haben auch außerhalb der Öffnungszeiten dann noch Reinigungsarbeiten und so gemacht. Das ist ja für die Zeiten her so ein absoluter Wahnsinn gewesen. Und ich glaube, diese Freude, gekoppelt mit diesem Aufschwung, was dort mal war, das war das Paket, was das nachher dann letztendlich so schnell vorantrieben hat. Und wenn du sagst, 3 Jahre mehr oder weniger durchgearbeitet, wie war dann der erste freie Tag? Und vor allem, wie lässt man da los? Man denkt ja, die Bude steht Kopf wahrscheinlich, ja, wenn man einmal mal einen Tag nicht, ja, im Studio ist. Also ich kann mich erinnern, die erste Woche, wo ich nachher einen Urlaub gehabt habe, aber das hat sich noch vorgesetzt, die ganze Jahre, solange ich selbstständig war. Ich habe nie ganz abgeschalten. Egal, also ich kann mich noch erinnern, meine Freundin dort zu mir waren auch noch später, noch Jahre später mal in der Karibik, wo ich gerade ein anderes Studio noch wieder eröffnet habe und bin da jeden Tag mit Fax dort zu mir noch am Pult gestanden und habe die Geräte gekauft oder irgendwelche Marketing-Sachen gemacht habe. Mich hat das immer begleitet, auch in meinen freien Tagen oder im Urlaub, aber ich habe das nicht wirklich als Belastung gesehen, sondern weil ich es gern gemacht habe. Und es hat mich schon nicht loslassen, aber ich glaube, das war auch der Erfolg, dass man einfach das mit Liebe und Hingabe gemacht hat. Und das ist die ersten Jahre, es war überhaupt kein Problem. Also da einmal vielleicht ein bisschen zurücktreten, aber dicht dabei zu sein. Was wolltest du damals erreichen? Ja, ganz am Anfang wollte ich einfach wirtschaftlich gut dastehen, dass wir mal keine Sorgen haben. Das war so der Start. Aber sukzessive, wie das gewachsen ist, ist das noch von allein gekommen. Also wir haben ja 1993 die Studio da gekauft gehabt und 1996 ist die zweite Anlage noch schon bei der Bahnhofstraße entstanden. Relativ noch schnell danach ist die erste Anlage auch in der Steiermark nachher eröffnet worden. Da ist schon das Ding noch gekommen, ich will mehr und mehr und mehr. Vielleicht trotzdem durch die Jugend getrieben, irgendwo auch sehr erfolgreich zu sein, wirtschaftlich sehr erfolgreich, sich was leisten können. Das war damals sicher ganz eine andere Zeit, dass man immer das Gefühl hat, das noch und das noch. Und wie gesagt, das hat auch immer funktioniert. Wir haben da keine Rückschläge gehabt. Die weiteren Studis habe ich aber nachher allein gemacht, sage ich. Da war der Robert noch nicht mehr dabei. Aber trotzdem, das war immer das, erfolgreich zu sein, und das hat mir Spaß gemacht, weil man sieht, man spart was auf. Ich habe wahnsinnig gerne immer was gebaut, also das ganze Aussuchen, das ganze Design, die ganzen Geräte, das hat mir riesig Spaß gemacht. Und nachher eben die ganze Werbung dazu zu entwickeln und da nachher erfolgreich Step für Step weiterzugehen. Und da habe ich irgendwie keine Grenzen gesehen,
bis ich irgendwann einmal gesagt habe, ich will einfach am meisten Fitnessanlagen haben in Österreich. Und das ist mir nachher einmal gelungen mit 6 Studios. Also heute ist lächerlich 6 Anlagen, aber damals war ich einmal Zeit, da habe ich das gehabt. Und es war eigentlich eine total tolle Zeit. Mit allen Höhen und Tiefen, was es natürlich in so einer Größe nachher gibt, weil es waren nur über 100 Mitarbeiter. Und wie gesagt, das war in der Steiermark, ich habe in der Oberösterreich noch eine Franchise-Anlage gehabt und so. War viel Arbeit, aber im Großen und Ganzen war es sehr spannend. Wie viele Studios hast du zur Höchstzeit gehabt? Ja, man muss jetzt, also das waren 6 normale Fitnessstudios. Wo es danach nachher nochmal einen Cut gegeben haben, wie ich die ganzen Studios verkauft gehabt habe, ist ja nachher nochmal eine zweite Schiene gekommen, was begonnen hat 2011 mit den Bauerblätt-Studios. Da sind nachher nochmal 11 Studios gewesen. Das waren so kleinere Mikroanlagen und das war nachher faktisch die zweite Schiene, was dann nochmal begonnen hat. Was war eigentlich so das erste große Ding, was du dir gekauft hast? Weil wie du gesagt hast, okay, man will immer mehr, mehr, mehr und man strebt gewisse Dinge an. Ja, das kann eine Wohnung sein, das kann ein Auto sein, das kann eine Uhr sein. Kannst du dir an das erinnern? Also es gibt da zwei Sachen. Das eine klingt jetzt total lächerlich, aber weil du das jetzt so sagst, fällt es mir wieder ein. Und das war überhaupt finanziell überhaupt null Aufwand. Da hat es früher immer so ein Timesystem gegeben. Also ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Ich mag gerne, wenn alles ein bisschen niedergeschrieben ist und geplant ist. Und da hat es so ein Timesystem gegeben. Das war so eine schwarze Scherne Mappen, so ein Ordnersystem. Und das war trotzdem, ich traue mir es nicht mehr sagen, natürlich heutige Preise lächerlich, weil es war ja nur so ein Bierchen. Und das haben wir gekauft und das war total lässig. Ob das 300 Schilling oder keine Ahnung, aber das war halt was Besonderes. An das kann ich mich gut erinnern, weil das so das allererste war und vor allem ist das nachher so eine Sache gewesen, wo ich habe trotzdem so einen Mitgliederbeirat gegründet gehabt. Das heißt, ich habe mich mit Mitgliedern im Lokal drauf und habe diese mitreden lassen, was einem im Studio gefällt und was nicht. Und da habe ich diesen mitgehabt, um eben alles zu notieren. Und da bin ich angekreidet worden, warum ich sowas brauche, warum ist so ein Block, ein normaler Block dort. Das hat mir trotzdem schon relativ schier getan und da habe ich gleich gemerkt, dass ich, okay, ah, da muss ich mit Neid und so, ist das schwierig. Wobei, das war jetzt nur sowas zum Arbeiten. Gell? Das ist die eine Geschichte. Und das zweite, was mir richtig Freude bereitet hat und was ich heute immer noch habe, das ist eine spezielle Uhr gewesen. Das ist wirklich die, was jetzt kein Vermögen kostet, aber für damalige Zeiten halt auch schon viel. Und die, was ich heute noch habe, und das ist immer noch mein Lieblingsstück. Und das erinnert mich immer noch an die Zeit. Also, das ist so das Klassische gewesen, ja. Weil du sagst Mitgliederbeitrag oder Mitgliederbeirat ja, sozusagen, das gibt es ja heutzutage nicht mehr, oder? Also, ich wüsste jetzt kein Fitnessstudio, wo das nein, noch stattfindet. Ich kenne auch niemanden. Das Problem ist natürlich, da kriegst du natürlich Kritik. Das muss dir bewusst sein. Du triffst dich da nicht mit Leuten und ich habe mir bewusst Leute ausgesucht, die so kritisch sind. Und ich bin immer dafür offen gewesen, eine konstruktive Kritik zu bekommen. Aber da kommt natürlich viel anderes daher. Und das macht das Ganze nachher so schwierig. Weil, was ich gemerkt habe, jeder geht nur von sich selber aus. Der eine will eine Trendwand in der Dusche haben, der eine will das haben und der eine will das haben. Bildet aber die Allgemeinheit nicht ab. Und vor allem, du hast Klientel, sage ich, von 16 bis 80 drinnen im Studio. Jetzt grob gesagt, du schaffst es nicht, dass du es allen recht machst. Das geht leider nicht. Das, Musik ist ein klassisches Thema. Wie möchtest du Musik machen von 16 bis 80? Das geht nicht. Und da gibt es viele andere Dinge auch, das ist bei Materialien etc. Was natürlich schon Themen sind, dass das einfach das wichtig war, wenn zum Beispiel ein Gerät kaputt ist, dass das maximal in 14 Tagen oder was, das habe ich nachher probiert. Da hat früher war es mit dem Service nicht so schnell, dass du gleich bekommst, dass jemand da ist. Also, das ist klar, das wollen die Leute nicht. Und so. Und solche Dinge, wo man selber vielleicht ein bisschen zu locker gesehen hat, das ist da hervorgekommen und hat man umgesetzt. Und da sind auch einige Dinge noch umgesetzt worden. Und an und für sich finde ich es sehr gut. Aber ich glaube, man braucht ja die richtigen Leute dazu, die was da das ganz ehrlich und konstruktive Kritik geben und nicht einfach irgendwas. Wie gehst du heute mit Kritik um und wie bist du damals umgegangen? Weil im Endeffekt, du hast ja den Dialog gesucht und du hast ja dieses Feedback gesucht. Aber trotzdem ist es ja dann schmerzhaft, wenn vielleicht irgendjemand was bemängelt, weil du denkst dir, okay, ich stecke da wahnsinnig viel Leidenschaft rein und auch wahnsinnig viel Geld. Weißt du das überhaupt zu schätzen? Und das ist ja quasi so die Krux am Feedback tatsächlich.
Wie gehst du heute mit Feedback und zum Teil auch Kritik um und wie war das damals? Hast du dich da weiterentwickelt als Person? Natürlich entwickelt man sich weiter, weil man muss mit der Situation umgehen können. Das ist mal das Erste. Das ist, wie gesagt, wenn da irgendwelche Punkte kommen, das passt nicht und das Saunaaufgussmittel riecht nicht gut, dann denkst du, ja, es ist halt schwierig, weil da eine so und da eine so und da sitzt du die Leute gegenüber und musst dich natürlich schon dem zusammenreißen und würdest ja gleich irgendeinen Kommentar abgeben. Und da lernt man natürlich dazu, dass man das zuerst einmal eben zurückgehalten, zuerst einmal aufschreibt und das Ganze eben nachher einmal in Ruhe analysiert. Ja, was kann man da tun und nachher ein Feedback geben. Also ich habe da schon sehr viel gelernt in der Zeit und das war definitiv nicht immer leicht. Das ist keine Frage, das ist so. Und nachher, was auch so weh tut, das hat mir lange danach weh getan, wenn ich noch erfolgreich bin und traue mich sagen, das war ich nachher, diese ganze Neidgeschichten. Weil wir jetzt erst zu Beginn gesagt haben, wir haben wirklich durchgearbeitet, Tag für Tag, mit 5.000 Schilling Gehalt. Wir waren zuerst nicht einmal versichert oder irgendwas, weil wir es uns nicht leisten haben können. Wir haben ein hohes Darlehen aufgenommen, wir haben ein Risiko gehabt. Es interessiert ja keinen mehr. Die Zeit sieht niemand. Sondern immer dann, wenn du vielleicht nachher noch mal ein tolles Auto hast, wo nach außen hin natürlich was zeigt, habe ich mir gezahlt. Gell? Ich glaube, das ist schon schwierig. Und natürlich als Unternehmer bist du auch gezwungen, dass du wirtschaftlich gut arbeitest. Und das ist auch gut so. Und wenn man Erfolg hat, glaube ich, kann man ja auch zahlen. Das ist in Österreich sicher ein bisschen schwierig, aber das ist halt so. Aber so übertrieben war es bei uns ja nicht, weil wir sind keine Millionäre geworden. Das geht ja natürlich nicht. Aber das ganze Thema mit Kritik und so prägt einen schon. Und ich bin heute nach wie vor froh, wenn wir Meetings haben oder was und jemand sagt was und vielleicht so eine Lösung dazu bringt oder irgendwas beitragen kann, dann ist das ja nur positiv. Ich mag leider nicht, wenn irgendwelche sinnlosen, blöden Sachen das. An dem hat sich eigentlich nichts geändert. Aber das glaube ich ist bei jedem gleich. Könnte man heutzutage als Fitnessstudiobetreiber Millionär werden? Ich gehe davon aus, sicher nein. Außer ich habe so viel Geld, dass ich alles zahlen kann. Die Studios sind so teuer geworden, die Ausstattung, das Equipment ist so extrem teuer geworden. Dann kommt dazu, dass es natürlich eine wahnsinnige Verdrängung bräuchte. Das heißt, in jeder Gemeinde gibt es teilweise 2-3 Studios. Das zieht sich durch. Tirol ist natürlich sehr eng, da ist es nur schlimmer. Ich würde keinen Weg mehr sehen. Ich würde mir nicht mehr drüber trauen. Wie gesagt, man muss so viel Geld in die Hand nehmen. Das keinen Sinn macht, man kauft sich nur Arbeit und nur Probleme, so traurig wie es ist. Und wenn ich den Beitrag hernehme, die Beitragsstruktur, wie das vor 20 Jahren war, was der Beitrag jetzt hat kostet, teilweise bei den Billiganbietern ist ja sogar weniger wie früher, das rechnet sich nur dann mit den großen Ketten. Die gibt es und es gibt ja da leider Gottes den Fall, der was jetzt da verstorben ist, was da so eine große Kette gehabt hat. Das ist klar, der ist natürlich, muss man sagen, schwer reich geworden. Hat aber ein gutes System gehabt und hat aber meine über 300 Studios oder was gehabt. Also mit dem System geht es schon. Aber die müssen immer wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Das ist schon eine Challenge. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann es keinem mehr empfehlen. Denkst du, dass vielleicht in der Fitnessstudio-Branche es ein Problem ist, dass man jeden ansprechen möchte? Weil, wie du gesagt hast, okay, von 16 bis 80 hast du ja alles dabei und dann brauchst du Cardio, du brauchst Freihandelbereich, du benötigst Geräte, Crossfit etc., du brauchst Aerobic-Räume und dann ist ja quasi das Problem, du versuchst ja quasi jeden zu bedienen. Und ich habe mir schon einmal die Frage gestellt, ist es nicht einfach besser zu sagen, okay, ich bin nur Functional Fitness, ich bin nur wirklich für die, die was Bodybuilding betreiben möchten oder so, dass man halt irgendwo nur eine Spezialisierung bzw. eine Positionierung hat, weil im Endeffekt, wie du auch vorhin gesagt hast, jeder ringt ja um die Person, was sie schon im Fitnessstudio sind. Also man versucht ja gar nicht irgendwie neue Menschen anzusprechen, sondern es heißt ja auch, okay, wir übernehmen deine Altlast, solange du nur den alten Vertrag hast, zahlst du bei uns nichts und wenn der Vertrag ausläuft, kriegst du schon einen Vertrag bei uns. Das heißt, man ringt ja eigentlich nur um Menschen, die was ja generell schon in diesem Fitness-Universe vorhanden sind. Das Problem ist natürlich, dass sehr viele Leute mittlerweile, es gibt sehr viele Studios und sehr viele Leute, die was trainieren. Und jetzt ist es halt eine reine Verdrängung. Wir nehmen jemanden anderen was weg, blöd gesagt. Es gibt diese funktionellen Studios, es gibt Rückenzentren, es gibt alles. Bei uns hat sich Tirol weniger, weil es einfach so klein strukturiert ist. Aber wenn man nach Wien geht oder in größere Städte, was ist Salzburg, Linz etc., in Innsbruck schon, gibt es diese Mikroanlagen, die gibt es, die sich spezialisieren auf gewisse Bereiche. Aber auch diese haben es wahnsinnig schwer, weil einfach schwierig ist,
Kunden zu kriegen. Weil die Großen natürlich da stehen oft und mit dem Preis natürlich extremes Dumping machen. Gell? Also wenn ich, ja, will keine Namen nennen, ist auch egal, kennt man ja. Und die bieten natürlich schon viel. Die haben auch tolles Equipment und alles. Und da kann ich noch wählen zwischen dem und dem und dem. Und deswegen dann sich die Kleinen auch schwerer. Gell? Und das ist jetzt in einer kleinen Stadt, was ich sehe, mit 10.000, 15.000 Einwohnern, kann ich nicht verschiedene Mikroanlagen haben, plus die normalen Anlagen. Da sind einfach zu wenig Einwohner. Gell? Weil es fährt ja niemand so weit nach und wohin. Egal, der Weg war an und für sich ganz gut, aber schwierig umzusetzen, weil am Ende muss er die Rechnungen zahlen und er wird es nicht zusammenbringen. Außer er hat so einen hohen Beitrag. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es schwierig, dass man da wirklich kostendeckend arbeiten kann. Würdest du sagen, du hast früher einen hohen finanziellen Druck gehabt, wenn du sagst, du hast zum Höchstpunkt über 100 MitarbeiterInnen gehabt, aber man hat ja quasi immer die Kunden, die was ja monatlich bezahlen, ist da dann trotzdem ein hoher finanzieller Druck da und dass man sagt, okay, also ich kann nur so und so viele Kunden verlieren und muss dann wieder so und so viel dazu gewinnen, dass sich das immer irgendwie ausgeht, weil im Endeffekt ist es ja eigentlich ein leichtes Geschäftsmodell. Man hat ja quasi immer monatlich die Einnahmen von den Kunden und kann dann somit die Personalkosten eigentlich relativ leicht bedienen, stelle ich mir jetzt vor, kann natürlich auch komplett falsch sein. Das denken auch viele und das stimmt natürlich, wenn ich so sage, ich habe eine Mitgliedschaft und der macht Mitgliedschaft über 12 Monate, dann zahlt im Regelfall 12 Monate, ob er kriegt oder nicht. Das ist aber komplett der falsche Ansatz. Also der Druck, um auf die Frage zu antworten, der war immer hoch. Du musst erfolgreich sein, Woche für Woche, Monat für Monat, weil sonst kannst du die Mieten, Löhne etc. nicht zahlen. Das ist halt so. Und wenn man das vorstellt in der Höchstzeit, diese Kunden wollen ja betreut werden, sage ich mal, da gibt es ja immer wieder viele Probleme. Der Aufwand ist schon sehr groß und viele von denen, die es noch nicht mehr kommen, die Kunden, die zahlen halt nachher dann nicht mehr. Also zahlt ja nicht jeder nachher seine Laufzeit. Das führt ja auch zu Problemen. Und diese Ausfälle musst du jedes Monat kompensieren. Das heißt, du hast eine Fluktuation und die musst du immer wieder kompensieren und wie es halt in jedem Geschäftsfeld ist, vielleicht mit einem leichten Wachstum versehen. Und das war schon die Challenge und das war früher noch ein bisschen leichter. Sage ich auf alle Fälle zu behaupten, weil auch weniger Konkurrenz war. Natürlich mehr Studios, mehr Werbeaktivitäten, desto mehr Leute gehen generell ins Studio. Also es gehen wirklich sehr viele Leute, was auch sehr positiv ist. Der Zugang war natürlich auch immer wirtschaftlich, aber wir haben es immer so angelegt, und das haben wir früher bei den Meetings schon gesagt, dass wir schauen, dass wir so gut wie es geht die Leute betreuen und ihnen helfen. Weil wenn du jetzt in einem Studio bist und der Trainer kommt zu dir und der kümmert sich um dich, und der muss nicht immer mit dir eine halbe Stunde quatschen, sondern er muss dich mal kurz korrigieren, wenn was falsch ist, oder dich nur loben und sagen, Robert, das machst du super. Dann ist das toll. Und durch diese Sachen wird er dir wieder weiterempfehlen. Und nachher bringt er Leute. Und es gibt so, so viele Beispiele, wo man Leute helfen kann, beim Abnehmen, mit Rückenproblemen, was auch immer, mit den Knien, mit der Hüfte. Und das ist eigentlich nachher das Tolle dran gewesen. Und das war auch wunderschön. Natürlich. Wie immer, du musst die Rechnungen zahlen, aber so einfach ist es leider nicht, weil du musst ja so viel Leute haben. Und wenn heute ein Studio, wenn heute ein neues Studio eröffnest, in der Dimension, wie es heute gemacht wird, brauchst du um rund 1 Million Euro. Und das musst du mal wirtschaften. Das kann sich jeder ausrechnen, was ich da im Monat einnehmen muss, damit ich da die Raten zahlen kann. Mir hat einmal ein Fitnessstudio-Betreiber gesagt, dass ja grundsätzlich die Karteileichen als Gute sind, weil du ja quasi nicht mit den Leuten verdienst, die was im Studio sind, sondern eigentlich mit den Leuten, die was bezahlen, aber nicht ins Studio gehen, weil die duschen dann nicht, die brauchen kein Wasser, die brauchen sozusagen keine Abnutzung oder keinen Strom. Das heißt, eigentlich verdient man ja mit denen, aber du hast eigentlich genau den anderen Weg gewählt und sagst, okay, wir wollen alle, im Idealfall alle im Studio haben, damit wir denen helfen können, weil erst dann passiert Wachstum und Weiterempfehlung, oder? Genau so ist richtig. Das ist mein Zugang gewesen und das wäre halt genau der gleiche. Ich möchte so viel wie möglich Leute im Studio haben, damit man ihnen helfen kann, dass die Spaß haben am Training, dass sie uns wieder weiterempfehlen und so das Wachstum dabei kriegen. Nachher, ob der jetzt duschen geht oder nicht, das spielt ja keine Rolle nicht. Das ist ein minimaler Aufwand und vor allem, er zahlt ja dafür. Also er kann das ja und soll das ja nutzen. Das ist ja sein Recht. Und da glaube ich, das ist ein falscher Denken, so quasi, der kommt eh nicht und zahlt, das ist gut. Weil der fällt dann nachher, wenn seine Laufzeit zu Ende ist, fällt er da raus, weil er kündigt. Und wenn er aber trainiert und das nutzt, dann verlängert er wieder. Also der Nutzen ist viel, viel höher, wenn er trainieren geht. Und eben, er bringt dann nachher auch wieder jemanden mit, wenn er einen Erfolg hat und einen Spaß hat. Also der Nutzen ist so viel, viel höher.
So war immer mein Zugang. Dass das nicht machbar ist, das ist klar, weil ich kann nicht jeden von zu Hause abholen. Das geht halt nicht. Ne? Die Karteileichen gibt es, die gibt es in jedem Studio. Besser wäre es anders. Was war deine größte Fehlentscheidung in der damaligen Zeit? Ja, Fehlentscheidung war leider so, dass ich habe ja zwei Clubs in der Steiermark gehabt, in Leoben und Bruck an der Mur, und irgendwann wollte ich halt ein bisschen leiser treten und ein bisschen zurücktreten, mehr in Tirol bleiben. Hat natürlich auch mit dem zu tun gehabt, dass mein Sohn auf die Welt gekommen ist, und da ändert sich natürlich komplett alles. Und habe die Studio, faktisch ein Studio, nachher verpachtet unten. Und dieser Kerl war halt einfach nicht sehr korrekt, beziehungsweise gar nicht korrekt. Es ist so weit gegangen, um das abzukürzen. Hat mir Vermögen gekostet und er war im Gefängnis. Also man kann sich ausrechnen, dass da einiges daneben gegangen ist mit dem. Und bei der zweiten Anlage war es so, dass mir mein Partner, was ich damals in die Firma mit eingenommen habe, wo ich eigentlich gut gemacht habe und er ihm sehr viele Rechte und Kompetenzen gegeben habe, dass der mir auch hintergangen hat. Und auch dieser Fall hat noch so geändert, dass er natürlich ja, in Rotlichtmilieu abgerutscht ist ein bisschen und mich das unheimlich viel Geld gekostet hat und wirklich fast meine komplette Existenz. Also das war ganz, ganz knapp. Also diese zwei Themen, und so schön wie sie zum Start waren und so erfolgreich sie am Anfang waren, sind beide komplett eskaliert. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, war meine Schuld. Ich habe die zu wenig kontrolliert. Ich habe zu viel vertraut. Also das würde ich nicht mehr machen. Also das geht einfach leider nicht. Und muss man es letztendlich wahrscheinlich wirklich selber zuschreiben. Ja, zu blauäugig in was reingelaufen. Und das war leider das Schlimmste. Wie ist dir damals gegangen, wo dir bewusst worden ist, meine Existenzgrundlage ist gefährdet? Denn im Endeffekt, ich denke mal immer, es sind ja so diese zwei Welten. Okay, entweder es ist selbst verschuldet, ist es vielleicht zum Teil, weil du gesagt hast, okay, es war zum Teil auch dein Fehler, aber es ist ja auch sehr viel fremdverschuldet. Und wie geht es dir dann damit? Und hast du dann eigentlich noch vertrauen können? Hast du dann gesagt, okay, die Powerplate Studios, waren da auch wieder Leute beteiligt? Oder hast du gesagt, okay, alles auf eigene Faust und nur ich bestimme, was da passiert? Es hat sich da noch schon was geändert. Erstens war ich extrem enttäuscht, wie das überhaupt jemand da kann. Weil gerade der andere, der was ins Gefängnis gekommen ist, den habe ich auch eine Chance gegeben. Weil der hat wirklich müssen von einem Bundesland und so, den habe ich eine Chance gegeben. Und habe wirklich geglaubt, dass das der Grund ist, er will neu starten und anfangen. Und wenn man jemanden so vertraut, und natürlich hat es da Verträge im Hintergrund gegeben, die was noch auch nicht so gehalten haben. Also ich bin ihnen nicht los geworden und er hat keine Bach gezahlt und hat das Geld auf Zeiten geschafft. Die Kriminalpolizei hat mir sogar bestätigt, sie wissen, dass er mich betrügt, aber sie können nichts dagegen tun, weil er das Geld ins Ausland schafft und so weiter. Und du stehst da mit deinem Anwalt, bist von Richter, und ich bin immer in die Steiermark aufs Gericht gefahren, habe wieder zigtausende Euro an Kosten gehabt über die ganze Zeit, weil ich immer mit dem Anwalt reingefahren bin, und der ist einfach nicht erschienen, bis ihm Richter mal gereicht hat und gesagt hat, jetzt fällt Entscheidung und er ist gar nicht da, etc. Also das war ganz eine schlimme Zeit und hat aber vielleicht den positiven Effekt gehabt, dass nachher mit den Powerblade Studios ich da in ein System integriert war. Das war eine Franchise-Geschichte auch. Und da hat es Kontrollmechanismen gegeben. Und da habe ich natürlich viele Dinge nicht mehr aus der Hand gegeben. Also das ganze Controlling und das ganze Zeug, wo zuerst viel daneben gegangen ist, wo ich natürlich aufgrund der Entfernung nicht wissen habe können, dass der mich da betrügt, bis du selber mal draufkommst, dass da was nicht stimmt, vergeht ja eine sehr lange Zeit. Und diese Dinge, die habe ich natürlich nachher bei der neuen Schiene ausgeschalten. Und das ist nicht mehr gegangen. Dass da kleinere Betrügereien waren, weil ich habe in Vorarlberg sind ja Studios gewesen und in ganz Tirol verteilt, wenn du nicht immer vor Ort bist. Damit habe ich schon kalkuliert, dass da jedes Monat einige tausend Euro fehlen. Wir haben eine Vorarlberger Mitarbeiterin gehabt, wo es Betrug angeklagt worden ist, was auch verurteilt worden ist. Das bleibt leider noch nicht aus. Das ist eine schwierige Zeit. Aber es war natürlich schon ganz anders als die andere Geschichte. Hast du damals Angst gehabt, dass du nie mehr wieder diesen Wohlstand aufbauen kannst? Wenn du sagst, okay, deine Existenzgrundlage ist gefährdet. Es gibt ja diese zwei Einstellungen, diese mentale Einstellung, ja, ich komme immer wieder zurück, egal was passiert. Oder auch, okay, das werde ich nie mehr wieder schaffen.
zu der Zeitpunkt war ich leider nicht so positiv. Also ich bin ein extrem positiver Mensch, aber da war es wirklich so eng, dass ich wirklich wochenweise nicht gewusst habe, wie es weitergeht. Also wenn das jetzt auch da ist, wenn diese ganzen Zahlungen schlagend werden, was mich da trifft, was da im Raum gestanden sind, habe ich nicht gewusst, wie das stemmen soll. Geschweige denn, wie man nachher irgendwie eine Wohnung oder was noch halten kann oder was auch immer. Da hat es schon Zeiten gegeben, das war sehr unlustig. Und vor allem war das ja die Zeit, wo mein Sohn geboren worden ist und du hast ja Verantwortung nicht nur für dich, sondern für den Sohn, für die Frau, die ganze Familie. Und hast eigentlich die ganzen Jahre so toll gearbeitet und eigentlich viel riskiert und viel gemacht und jetzt passiert da sowas. Und denkst du, ich kann ja eigentlich nichts dafür. Ich habe ja nur vertraut, ich habe ja nur Dienst. Also da kämpfst du natürlich mit dir schon und sagst, warum? Warum passiert das? Und habe aber dann auch einerseits Hilfe von einem guten Freund gehabt, der ist ein Steuerberater, der hat sich das sehr sachlich nachher niemals angeschaut. Dann, wie es ihm richtig ist, Gespräche mit den Banken gesucht, wie kann man das machen, wie kann man das finanzieren etc. Und das Ganze, wenn man das einmal so das Paket nachher beieinander hat, man weiß, man muss jetzt diesen Berg an Schulden im Prinzip bezahlen und abtragen und man findet einen Weg, dass man sagt, okay, das geht, von da weg ist nachher gleich wieder aufwärts gegangen und wollte diesen Prozess immer beschleunigen und das ist mir auch gelungen, weil ich einfach nachher durch die Arbeit nachher mehr wieder Gas gegeben habe, mehr verdient habe und das Ganze auch schneller zurückzahlen habe können, aber es war sehr schlimme Zeit. Ja. Was war der beste Ratschlag, den was du je bekommen hast? Im Prinzip ist es so gewesen, dass man, was ist das Worst-Case-Szenario? Also das ist ja nicht einmal gewesen, da gibt es zwei Situationen, wo mir dieser Freund gesagt hat, stell dir vor, was ist Worst-Case? Und den Tipp habe ich selber schon, weiß ich, zweimal mindestens weitergeben, weil wenn man das jetzt hernimmt, was kann dann passieren? Im schlimmsten Fall sage ich es wirklich, ist Gewackenkurs oder irgend so in die Geschichte. Aber du weißt immer, ein Dach über den Kopf haben, du hast immer was zum Essen. Wenn die Familie zu dir steht, dann wird das auch passen. Also du hast einen Reisepass, du hast ein Konto, also du hast so Basissachen, sodass du weiterleben kannst. Und wenn der Zeitraum nachher so wäre oder wenn dir das eintritt und du hast noch 6 Jahre, sage ich mal, da ganz eine schlimme Zeit, du kannst wieder neu starten und kannst ja wieder was anfangen. Und das heißt, Ich muss weder ins Gefängnis, noch bin ich todkrank oder gesundheitlich so angeschlagen, dass irgendwas. Also so schlimme Szenarien waren eigentlich nie im Raum. Und wenn man sich vorstellt, dass das ja eigentlich eh nicht ist, nachher hat mir das schon geholfen. Also Worst Case, was immer das nachher ist, es geht trotzdem. Es geht immer weiter. Und wie gesagt, ich habe da ein, zwei gute Freunde gehabt, vor allem einen, der was mich da einfach gut unterstützt hat auch und immer wieder gesagt, das geht schon, analysiert hat und mir immer wieder Mut gemacht hat. Und genauso ist es nachher gewesen. Es war nachher alles, es war extrem teuer, es hat alles Vermögen gekostet, aber es ist alles gegangen. Du hast schon öfter jetzt deine Familie und deinen Sohn angesprochen. Was war, denkst du, der beste Ratschlag, denn was du deinem Sohn mitgegeben hast? Weil man muss ja eins sagen, wir tauschen uns ja öfters aus, du bist ja auch ein Mann, wo ich mir denke, das ist eigentlich Wahnsinn von der Erziehung her, dass du sagst, okay, mein Sohn sollte Rich Dad Poor Dad lesen, bevor er zum Beispiel eine Lehre anfängt. Ja, und dann denke ich mir, das ist so genial eigentlich, weil man muss ja irgendwie so dieses Geldsystem verstehen, bevor man eigentlich in das Berufsleben eintritt. Und was denkst du, war der beste Ratschlag, den du deinen Sohn bisher gegeben hast? Ja, du sprichst es eigentlich gut an. Ich habe immer versucht, immer auf so eine Schiene zu führen, dass er sich mit seinen eigenen Finanzen sehr früh auseinandersetzt, weil das im Schulsystem sowieso nicht geschult wird. Und ich das eigentlich relativ gern mache und ich weiß, dass man in Zeiten, und gerade jetzt, er ist ein Lehrling und er wohnt zu Hause, das heißt, er braucht nicht viel von seinem Geld, er kann was nehmen, aber ich habe ihm immer eine gewisse Strategie gern, dass er gewisse Sachen sparen soll etc. Für später, für gewisse Dinge, was mir passieren können. Oder eben Wohnung oder mein Auto und. Und das mit dem Lesen hat nicht so funktioniert, aber wir haben viele Gespräche mittlerweile gehabt und auch gerade gestern wieder und ich habe heute sogar wieder was geschickt, weil es einen Vortrag gibt, jetzt halt über Finanzierungen bzw. Anlageformen, ob wir da gemeinsam hingehen. Und ich glaube, ihn da dahin führen, auch zu dem Thema Geld und Finanzen, wie geht man damit richtig um, das glaube ich war ganz, ganz entscheidend. Und er nimmt da mehr auf, wie ich mir gedacht habe. Und ich finde das ganz toll. Er spart total fleißig, er gönnt sich aber auch was,
Also er macht genau diesen Weg, wo ich sage, das ist gut, weil wenn jemand dafür für sein Geld arbeitet, soll er sich auch was leisten. Und da macht er ein paar Sachen, wo ich sage, da tat ich nie, aber das ist sein Geld, kann er machen. Aber er geht auch den anderen Weg und er interessiert sich für diese Dinge. Und eben, das habe ich ihm immer schon. Und wie ich da angefangen habe mit dem Buch, was du erwähnt hast, oder andere Bücher da von Bodo Schäfer, der Weg zur finanziellen Freiheit oder was, er war wirklich zu klein. Also ich glaube, da war ich zu früh dran mit dem Ganzen. Aber es wird immer besser. Ja, aber ich habe einmal mit einem anderen Vater gesprochen, der hat gesagt, okay, eigentlich sollte man ja dieses System mal überdenken, dass man für Hausarbeiten Geld bekommt, sondern zum Beispiel für jedes Buch, was das Kind liest. Weil meistens ist es ja so, bring den Müll runter, du hast 5 Euro. Ja. Staubsaugen, du hast 5 Euro. Ja, oder den Tisch abräumen, 5 Euro. Und das vielleicht besser wäre, einfach zu sagen, okay, wenn du die weiterbildest, wenn du die weiterentwickelst, dann bekommst du Geld. Was haltest du von dem Denkansatz? Ich verstehe es, weil das ist so dein Weg, du bist ein sehr belesener Mensch. Ich würde jetzt nicht dafür motivieren, mit Geld etwas zu lesen, aber sondern einfach, was er daraus für einen Nutzen hat, wenn er das liest oder wenn er mehr liest. Weil ich glaube, davon profitiert er nachher noch mehr. Er kriegt auch keine 5 Euro, wenn er den Müll drauf hat, also das auch nicht. Er kriegt keine 5 Euro, wenn er ein Buch liest. Ich glaube, die Motivation muss von woanders herkommen. Und ich glaube, wenn man ihnen erklärt, um was das wirklich geht und gewisse Dinge, was im Leben später braucht, ich glaube, sie fangen nachher selber schon mehr an. Man muss sich gerade immer wieder mal über das Thema reden. Aber dafür bezahlen, dass er ein Buch liest, würde ich jetzt nicht machen. Wie würdest du heute Erfolg definieren? Du hast damals gesagt, oder im Gespräch, dass früher so die Denkweise war, mehr aufzubauen, mehr schaffen etc. Jetzt hast du Familie, du hast ganz ein anderes Umfeld, du hast einen anderen Job. Wie würdest du heute Erfolg definieren? Es ist sicher ganz anders wie früher. Also was mir früher vielleicht wichtig war, ist mir heute überhaupt nicht mehr wichtig. Und die Ziele, was man gehabt hat, gerade mit Wachstum und vielleicht auch finanziellen Erfolg und so, das ist nicht mehr so wichtig. Uns geht es Gott sei Dank sehr gut, also für den normalen Bereich, also alles im Normalen. Und in dem Alter ist es halt so, dass man leider Gottes auch im Bekanntenkreis, vielleicht der eine oder andere ist sehr krank und schwer und das ändert den Blickwinkel total. Und ob ich das oder das Auto fahre, in Wirklichkeit ist komplett wurscht. Natürlich will man nicht unbedingt die Kisten haben, aber ob das Emblem oben steht oder das ist alles mir wichtig. Aber wenn du gesund bist, deine Familie gesund ist, Dach über dem Kopf hast, wenn deine Rechnungen einmal zahlen kannst, ich muss nicht 3-mal im Jahr in die Karibik fliegen oder was auch immer, das ist alles nicht mehr wichtig, wo ich mir früher gedacht habe, das möchte ich. Da ist mir viel lieber die Zeit und jetzt gerade mit meinem Sport zum Beispiel, ist für mich extremer Luxus, dass ich das machen kann, dass ich es gesundheitlich machen kann, dass ich es überhaupt so schaffen kann. Das ist so meine persönliche Geschichte. Aber finanziell so das und das und das, also das habe ich wirklich schon lange vorbei. Wahrscheinlich auch, weil man einfach vielleicht einen gewissen Status hat, aber der ist nicht übertrieben und das ist aber auch gut so. Das passt, bin zufrieden. Ich hätte noch 3 Fragen an dich. Ich stelle ja ganz oft die Frage nach dem besten Investment und ganz oft fällt tatsächlich die Antwort die Familie. Würdest du dem zustimmen oder hast du ein anderes bestes Investment? Ja, das ist natürlich, wie man es jetzt auslegt, auf welchem Bereich. Aber natürlich, man merkt schon eins, die Familie ist natürlich der Zusammenhalt in der Familie und Freunde kommen und gehen oder sind so Wegbegleiter, die Familie bleibt im Normalfall. Also die ist so und wenn man das so sehen kann, ist sicher die Familie das Beste, wenn man Frau und Kind hat und das zusammenhaltet, kann man nicht aufwarten. Wenn das nicht funktioniert, hat man ein richtiges Problem. Bevor wir uns eigentlich kennengelernt haben, habe ich schon vorher mal schon dein Auto ab und zu auf der Autobahn gesehen mit dem wunderbaren Kennzeichen Live One. Und ich habe mich eigentlich immer gefragt, und ich habe dich nie gefragt, was steckt hinter dem Kennzeichen? Weil ich glaube, es ist ein Wunschkennzeichen, dass man Live One als normales Kennzeichen bekommt. Also ich glaube, der Zufall ist relativ gering, dass das zustande kommt. Das ist richtig. Dadurch, dass die Zahl dahinter steht, ist ein Wunschkennzeichen, weil sie steht davor, die Nummer. Und das Live kommt, meine Studios haben Fit for Life geheißen. Das ist eigentlich der ganze Grund, das Live aus dem Firmennamen raus auch das Kennzeichen ergeben. Und danach die anderen Studios, das war mit Lifestyle Ladies, ist auch das Live wieder drinnen gewesen. Also da hat es wiedergespiegelt und das ist eigentlich hängen geblieben. Und das war eigentlich alles. Und meine Frau hat nachher das Kennzeichen gehabt und der Sohn jetzt genauso. Und das ist jetzt irgendwie schon so ein Merkmal geworden und deswegen bleibt es so.
Schön. Die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage, Wolfgang. Was möchtest du noch sagen? Eigentlich, Philipp, bedanke mich eigentlich nur für das Gespräch. War nett, dass wir die andere Seite beleuchten haben können. Also nicht vom Triathlon, sondern auch das alte Business war ganz nett. Und ich sage danke. Danke dir. Alles Gute. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.